Endlich geht's wieder los mit der neuen Formel-1-Saison. Nach den Testfahrten von Bahrain kristallisiert sich ein klares Kräfteverhältnis an der Spitze ab. Eine klare Hackordnung für den ersten großen Preis des Jahres, der an diesem Wochenende in Bahrain stattfindet, also auf der Insel im Persischen Golf. Wir haben gerade die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk fertig. Das 180 Seiten starke Heft geht am Freitag bundesweit oder im gesamten deutschsprachigen Raum in den Handel. Wer mehr dazu wissen möchte, kann auf der Internetseite pitwalk.de ein bisschen rumstöbern. Da kann man das Heft auch gleich bestellen mit einer E-Mail an shop@pitwalk.de. Wir haben einen starken Formel-1-Themenblock drin, beispielsweise mit einer Personality-Geschichte über Didier Pironi, wo Achim Schlang an diesen großen Franzosen erinnert, der 1982 bei einem Powerboot-Rennen im Ärmelkanal tödlich verunglückt ist, nachdem es zuvor die ebenfalls tödliche Rivalität Ferrari intern gegen Gilles Villeneuve gegeben hat. Achim Schlang ist selbst in dem Powerboot mitgefahren, testweise in der Colibri, kann also aus erster Hand berichten aus seiner Zeit damals noch bei Rally Racing, was Didier Pironi für ein schräger Vogel gewesen ist. Die zweite große Formel-1-Geschichte stammt von Inga Stracke, die ihr gleich auch im Podcast und im Video hören bzw. sehen werdet in der Formel-1-Vorschau. Sie hat sich mit Mick Schumacher beschäftigt und mit dessen ganz besonderem Fitnessprogramm. Fit mit Mick ist die große Geschichte zum Hefteinstieg in die aktuelle Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten. Jetzt machen wir mit der Pitwalk Collection weiter mit der Vorschau auf den Grand Prix von Bahrain mit der großen Expertenrunde. Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, hat die Testfahrten in Bahrain genauso verfolgt wie ich, Norbert Okenga, als euer Moderator. Und als Experte Timo Rumpfkeil, der Teamchef von Team Motopark, also einem der besten Nachwuchsformelrennställe, die es in Europa überhaupt nur gibt. Durch die Schule von Team Motopark sind beispielsweise Kaliber gegangen wie Kevin Magnussen, wie Sebastian Buemi, auch wie Max Verstappen, der in einem Formel 3 vom Team Motopark das Formel 3 Masters in Zandvoort gewonnen hat. Wenn also einer beurteilen kann, was Rennfahrer können und was Teams können, dann ist das Timo Rumpfkeil, der unser Expertengremium jetzt an der Seite von Inga Stracke und mir, Norbert Okenga, für die Vorschau zum Grand Prix von Bahrain bereichert. Viel Spaß und lasst gerne eure Kommentare da, was ihr davon haltet. Wer ist schnell? Wer hat versagt bei der Vorbereitung? Wer hat am meisten Aufholbedarf? Wem gönnt ihr es? Wem gönnt ihr es nicht? Je mehr Kommentare ihr unter dieses YouTube-Video schreibt, desto interessanter, desto besser auch für die Reichweite und auch interessanter für eure Meinung, dass die bei uns in der Redaktion ungefiltert ankommt. Viel Spaß mit unserer großen Vorschau auf den Grand Prix von Bahrain. Gibt es irgendeinen aus der Runde, der bezweifeln würde, dass Red Bull eindeutig den Test quasi gewonnen hat, also dass Red Bull mit einem ordentlichen Vorsprung in die Saison hineingeht? Würde ich nicht für voten. Nein, also ich bezweifle es nicht. Die waren so überlegen. Auch wenn am zweiten Tag Zhou Guanyu mal eben schnellster war, am Ende des Tages, der war aber auf weicheren Reifen und ich glaube nicht, dass der jetzt regelmäßig dem Red Bull gefährlich werden wird. Wenn wir uns die Zeiten mal genauer anschauen, Sergio Perez im Red Bull war der schnellste vor der Mercedes-Zeit mit 0,3 Sekunden Vorsprung. Dann Valtteri Bottas im Sauber Alfa Romeo und auf Platz 4 ein Ferrari und auf Platz 5 dann Yuki Tsunoda im Alfa Tauri. Ich glaube, Bottas und Tsunoda streichen wir da mal elegant raus, weil die haben diese Glory Laps gefahren, wenig Benzin, also fast gar kein Benzin im Tank, nur Benzin, Gas quasi und weiche Reifen drauf und alles andere scheint aber doch halbwegs repräsentativ zu sein. Aufgefallen ist, dass Max Verstappen es eigentlich immer hingekriegt hat, wenn irgendein anderer schneller gewesen ist als er, dass der quasi gesagt hat, was will der denn? Kurz rausfahren und dann die Verhältnisse wieder gerade zu rücken und das dann immer noch auf Reifen, die härter gewesen sind als jene Reifen, mit denen beispielsweise Mercedes und auch Ferrari seine Bestzeiten gesetzt hat. Verstappen hat konsequent den Reifen gefahren, der in Bahrain der weichste sein wird, während alle anderen auch schon mal das mit Sortiment einen rausgegriffen haben, die erst später im Jahr die weichsten Reifen sein werden, je nachdem, was Pirelli halt nominiert hat. Also das spricht schon sehr dafür,
dass vor allen Dingen die Kombination Verstappen und Red Bull die schnellste ist. Perez hat zwar die schnellste, absolut schnellste Zeit, 1:30.305 hingelegt, hat sich aber ziemlich lang machen müssen, um diese Zeit zu erzielen und hat auch sich da ziemlich hingekrückelt mit vielen Fahrfehlern, gerade in den ersten Runden, die er hingelegt hat, sich immer wieder verbremst. Das Auto scheint also sehr auf Max Verstappen maßgeschneidert zu sein, ein weiteres Mal. Ja, einer meiner technisch versierten Kollegen und Freunde sagt tatsächlich, das ist quasi ein RB18+. Also es ist wirklich einfach die Weiterentwicklung, viele Evolutionen. Und ich meine, es war ja super erfolgreich, das Auto. Es hatte nicht so die Probleme wie die anderen. Man hat halt einfach, also was am meisten, glaube ich, auffällt, Timo, ich weiß nicht, wie genau du die Autos angeschaut hast, sind vielleicht die Sidepods, also diese Seitenkästen. Natürlich ein bisschen die Nase so ein bisschen höher, also Vorderradaufhängung und natürlich den Regeln zufolge die 20 statt 15 Zentimeter breiteren Rückspiegel, aber die hat ja jeder. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, Fakt gewesen, das hast du eben schon angeschnitten, der Red Bull war letztes Jahr das schnellste Auto, die haben natürlich die beste Plattform für die Weiterentwicklung gehabt. Das ist natürlich einfach mal von dem Startpunkt fällt es einem natürlich am leichtesten. Ja. Und die haben einen erschreckend problemlosen Test gehabt. Die haben ja wirklich ihr Programm durchgezogen, alle Testpunkte abgefahren. Also deswegen, die sind da sicherlich für mich in der Premium-Position. Und die Autos, es gibt ja so richtig spektakuläre Entwicklungen, gab es jetzt nicht, fand ich. Es ist ein bisschen enger zusammengegangen, sag mal, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal irgendwann, dass das irgendwann herauskristallisiert wird. Man hat so einen riesen Umschwung von den Regeln, was da so der probate Weg ist. Und es ist halt, der Red Bull ist sicherlich ein komplett neues Auto, aber ähnlich dem RB18, weil er einfach schon sehr, sehr gut war und sehr, sehr am Limit war. Aber alle haben dann gearbeitet, dass sie diese Gewichtsthemen klären. Ja. Das war bei, glaube ich, allen ganz weit oben auf der Agenda, das Thema Gewicht in den Griff zu kriegen. Und dann hat sich dieses übliche Kräfteverhältnis immer ein bisschen rauf und runter verschoben, was wahrscheinlich dann hinter Ferrari irgendwann losgehen wird, ja. Der Red Bull scheint ja vor allen Dingen erst einmal davon zu profitieren und da ganz besonders Max Verstappen, dass es eine neue Vorderreifenkonstruktion gibt, die etwas, man sagt, sie sei etwas stärker, man könne sich da mehr vorne auf die Vorderräder drauflehnen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Das kommt Fernando Alonso zugute, auf den wir nachher noch einmal zu sprechen kommen werden, in ein paar Minuten, wenn wir das drittschnellste Team uns beleuchten. Aber es kommt auch Max Verstappen zugute, weil wenn der überhaupt mal klare geführt hat im vergangenen Jahr, dann hat er über Untersteuern geklagt. Anders als Sergio Perez, der damit besser klargekommen ist, hat Verstappen öfter mal gesagt, das Auto schiebe über die Vorderachse. Das hat sich jetzt quasi erledigt durch diesen neuen Vorderreifen, wo er noch mehr Kraft drauf werfen kann. Also das, die einzige kleine Schwachstelle, die der Weltmeister gehabt hat, dieses Untersteuern, ist weg. Und gleichzeitig ist das, was Inga Stracke gerade gesagt hat, die anders konturierten Seitenkästen, da geht es um die Luftführung unterhalb der Seitenkästen in Richtung des sogenannten Beamwings, also dieses Auslegerflügels, der sich auf beiden Seiten neben dem Auspuff an die Seiten schwingt, der wird etwas anders angeströmt, dieser Beamwing. Und das ist die zweite große Baustelle, die Red Bull angepackt hat in diesem Jahr. Und das sind beides Details und die haben offensichtlich nochmal dafür gefruchtet, dass Platz 1 quasi konsolidiert worden ist. Also das Untersteuern war letztes Jahr schon weg. Da haben die Anfang des Jahres viel Probleme mit gehabt. Da haben die Vorderachse nochmal umkonstruiert. Und das war eigentlich Mitte letzten Jahres schon weg. Zu dem Zeitpunkt, als das Auto untersteuert hat, war der Sergio Perez nah dran oder schneller teilweise, ja. Und als das Auto wieder normal gefahren wird, nicht normal, ich glaube, es ist falsch zu sagen, dass auch Max zugeschnitten ist, aber rein physikalisch ein Auto, das untersteuert, wird nie so schnell sein, wie ein Auto, das übersteuert. Untersteuern ist immer warten, ja, bist limitiert durchs Auto und übersteuern, das Auto dreht dahin, wo du es hinhaben möchtest, du kannst es positionieren. Und dann ist natürlich der Fahrer auch gefragt, ja, und ich glaube, da sieht man dann einen Unterschied zwischen einem guten Formel-1-Fahrer und einem außergewöhnlichen. Und das ist, glaube ich, das Thema, wo es hingeht. Und das ist einfach eine Sache, da muss sich jeder mit abfinden. Ich glaube, kein Auto, was wirklich richtig schnell war, hat sich so unheimlich angenehm gefahren, dass das einfach zu fahren ist. Und das Fenster haben die sicherlich weiter optimiert, dass Pirelli da nachgeholfen hat. Unwissentlich ist sicherlich auch nochmal ein Thema.
Aber das geht natürlich in die Richtung, wie alle ihr Auto entwickeln. Also da entwickelt keiner ein Auto in Richtung Untersteuern. Weil solche Fahrer gibt es heute in der Formel 1 auch nicht mehr, die man damit bevorzugen müsste. Ja. Das Testprogramm, Timo, sagte gerade, von Red Bull sei erstaunlich problemlos oder erschreckend problemlos, hast du es genannt gewesen. Inga, das ist dieses Jahr, glaube ich, besonders wichtig, weil es überhaupt nur diese 3 Testtage oder sagen wir mal Testtägelchen überhaupt nur gegeben hat. Es hat kaum einer richtig einen Long Run fahren können, also die klassische Simulation einer Renndistanz. Die hat es nur in Bruchstücken gegeben, wenn überhaupt, anders als das sonst der Fall gewesen wäre. Ganz einfach, weil die Zeit so limitiert gewesen ist, Inga. Absolut. Ich meine, wir hatten letztes Jahr schon reduzierte Testtage, nämlich nur 6 vor Saisonbeginn und jetzt eben nur 3. Und damit haben eigentlich alle gesagt, dass es sehr schwer vorhersehbar sein wird, wie denn das Bahrain-Rennen laufen wird. Aber ich stimme dir zu, Timo. Also an Red Bull wird nichts vorbeigehen, denke ich, außer alle anderen haben mega, mega, mega tief gestapelt bei diesem Test und das glaube ich nicht, denn wenn du nur 3 Tage hast, dann versuchst du natürlich rauszuholen, was geht, um einfach mal auszuloten, wo stehe ich, was kann ich, wo muss ich noch verbessern. Und ich glaube, dass jetzt quasi rund um die Uhr die ganzen Daten analysiert werden, dass man irgendwo noch irgendwas rausholen kann. Timo, du weißt besser als ich, wie jetzt da gearbeitet wird, aus diesen 3 Tägelchen. Aber ich habe es ja schon immer gesagt, also ich bin eigentlich, ich weiß, Kosten sparen und Arbeitszeit sparen und die Leute nicht zu sehr belasten. Ich weiß das. Aber ich bin trotzdem ein Verfechter von mehr echten Testen. Klar, jetzt sind die Windkanalzeiten noch begrenzt. Das ist ja auch abgestuft. Je nachdem, wo sie in der WM gelandet sind, haben sie weniger, also die Besseren haben weniger Windkanalzeiten. Das gehört ja auch zu diesen neuen Regeln. Aber das ist schon jetzt für gerade die, die Probleme hatten. Zum Beispiel auch Mercedes, die zugegeben haben, George Russell hat gesagt, wir haben Probleme mit der Balance, vor allem in den Kurven mitten, also mit Corners. Für die ist das natürlich jetzt echt Hammerarbeit, diese nächsten Tage, bis dann am Freitag die ersten Runden im freien Training gedreht werden. Ist denn das tatsächlich so, Timo, eigentlich mit dieser Testerei? Das fällt mir jetzt gerade in dem Moment ein, wo Inga das sagt. Ich hatte beim 24-Stunden-Rennen in Daytona da mit Simon Pagenaud, unserem Kolumnisten aus der IndyCar-Serie, lange drüber gesprochen, der ja für einen Rennfahrer erstaunlich weiten Horizont hat eigentlich. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, durch diese neue IMSA-Fahrzeuggeneration, die da verwendet wird, diese LMDH mit Hybridtechnik, bist du dauernd nur noch auf dem Simulator zugange. Und zwar dermaßen viel um Simulatorstunden fahren, dass du letztlich, wenn du durch weniger Testfahren überhaupt irgendwas einsparst, ist mittlerweile mindestens wieder auf dem Kopf haust, nur durch Simulatorfahrerei. Geschweige denn, eigentlich ist es schon mittlerweile sogar schon teurer, im Simulator zu arbeiten, so oft wie das gemacht wird, als auf die Rennstrecke zu gehen und konsequent mal 2, 3 Tage durchzutesten. Du musst es ja beurteilen können, Timo. Ihr habt ja da oben in eurem ersten Geschoss auch Hightech-Simulatoren stehen. Du weißt ja, wie sowas zu Buche schlägt, sowohl von der Effektivität her als auch von den Kosten her. Ja, aber am Ende ist das jetzt so, dass die Simulatoren, die in Formel 1 sind, kannst du natürlich mit unseren gar nicht mehr vergleichen. Unsere Simulatoren nutzen wir zur Fahrerentwicklung und Fahrertraining. Die Simulatoren, die die Formel 1-Teams haben, sind halt unglaublich komplex. Und dort werden jetzt 3 Schichten gezogen. Ne? Also das Ding ist permanent am Laufen, weil das natürlich. Ich glaube, letztes Jahr bei diesem großen Reglemententwurf, weil dort auch in Bereiche gegangen sind mit den großen Rädern, mit der Aerodynamik, mit den neuen Paketen, das sind einfach Sachen gewesen, wo die Simulation erst lernen musste, weil das muss erstmal nach wie vor mit Realdaten gefüttert werden. Aber jetzt ist es natürlich ein gutes Tool, um das weiterzuhauen. Im Endeffekt das Einzige, diese 3 Testtage, das ist natürlich brutal wenig, aber. Der Vorteil, glaube ich, dass es nur 3 sind, daran konnte man jetzt mal schon ein relativ endgültiges Fenster sehen. Man wird bestimmt, also ich würde vermuten, dass Mercedes ein bisschen besser dasteht, als es jetzt auf dem Blatt Papier sind, weil die doch eigentlich immer sehr, sehr viel Gewicht in den Autos drin haben und die Motoren weit zurückgedreht haben. Ich denke, da ist aus meiner Sicht noch eine Verschiebung, aber grundsätzlich werden wir da nicht so viel Unterschiede sehen. Und man hat, glaube ich, auch jetzt in Bahrain schon. Sagen wir, den finalen Stand Autos gesehen, wo die ersten Rennen mitgefahren werden. Das, was letztes Jahr sich Mercedes getraut hat, zum zweiten Test mit einem komplett anderen Auto anzukommen, das wird sich ja keiner trauen, zum Rennen hinzugehen. Das ist halt die Frage,
wo man die Priorität hinlegt. Und ich glaube, das Interessante an der Formel 1 sind die Autorennen und nicht die Testtage. Wenn man so einen Testtag mal live begutachtet, als es damals noch 10 Tage oder sonst was gab, das ist ja eine der brutalst langweiligsten Geschichten gewesen, diese Tests zu verfolgen und da nachher in einem Kaffeesatz irgendwas rumzurühren, weil da war es halt so offen, da hat keiner irgendwas auf den Tisch gelegt, da war einer mit 70 Kilo, der andere mit 20 Kilo drin. Also da konnte man gar nichts lesen und das ist dann halt auch, glaube ich, medial ein Problem, das überhaupt irgendwie aufzubereiten. Deswegen finde ich das so eigentlich schon ganz sinnvoll. Aber es ist natürlich, wir haben einige unserer Ex-Fahrer, die für Formel-1-Teams Simulatorarbeit machen und die sitzen während der Bahrain-Tests, saßen die nachts im Simulator und haben, sagen wir, das, was am Tag rausgefahren war, über Nacht die Änderungen durchgefahren, haben das nach Bahrain gegeben, sind dort dann am nächsten Tag gefahren und und. Also wir haben wirklich da in den diversen Simulatoren Nachtschichten gemacht und die geben sich jetzt die Klinke in die Hand. Die sind das in 3 Schichtverfahren am Machen. Das ist so, weil es der einzige Weg ist, da noch weiterzuentwickeln. Aber auch da, außer da hat einer wirklich komplett irgendwie daneben gelegen die ersten 3 Tage und kriegt das Auto jetzt ins Fenster, werden da alle, sagen wir, ihre gleichen Schritte noch mitmachen und die gleichen Unterschiede machen. Deswegen nach wie vor bleibe ich dabei, dass es einigermaßen repräsentativ war, was wir da gesehen haben. Ja, ja, mir geht es auch gar nicht ums Repräsentativsein. Entschuldige, Norbert. Mir geht es ja darum, genau das. Wenn du nämlich irgendwo Probleme hattest bei dieser ganzen Windkanal und Computerentwicklung, dann hast du echt mit diesen nur 3 Tagen, hast du echt ein Problem. Klar, für jemanden, bei dem es super läuft, der ist happy, der sagt, oh, 3 Tage, wir haben unsere, genau wie du sagst, 3 Schichten Simulator, das kann sich aber, glaube ich, auch nicht jedes Team leisten und machen. Ich glaube, weiß auch gar nicht, ob jeder, hat jeder so einen, so einen Top-Simulator, haben den alle inzwischen? Ja, ja. Jedes ja, einzelne? Da ist natürlich ein riesen Delta drin in der Qualität der Simulatoren, ja, aber das ist ja, eine Frage, wie du dein Budget-Cap einsetzt, ne? Und am Ende des Tages, Inga, wenn du sagst, ja, wenn man da ein Problem hat mit der Aerodynamik und dies und das und hin und her, das hat ja nichts mit Motorsport im Sinn, so egal, wo du hingehst und mal getestet wirst, ja, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, dann stehst du schlecht da. Ne? Und die Leute, die jetzt ihre Hausaufgaben über den Winter nicht gemacht haben, denen würden auch 10 weitere Testtage nur zum Verschlimmbessern helfen. Weil du sagst, Budget Cap einsparen, sehr witzig, oder? Die neue Boxenmauer-Variante von Haas, nur noch 3 Stühlchen, Perches, wie die Engländer sagen, also Vogelleitern. Und dafür haben sie angeblich 250.000 Euro eingespart, die sie jetzt ins Auto stecken können. Macht ihr sowas auch, Timo? Ich habe so ein Pit-Perch gar nicht mehr. Also das haben wir schon immer gespart. Und das sind aber ganz kleine Summen, die da bei uns sind. Ich hoffe, der Günther wird das dann ins Auto investieren und nicht, dass da irgendwelche anderen Sachen für gekauft werden. Oder ich weiß ja gar nicht, ob die bei der Haas jetzt mittlerweile überhaupt an dem Budget Cap, an dem Deckel da dran sind, weil ich glaube, das war ja letztes Jahr noch gar nicht der Fall. Also ja, braucht man die da vorne sitzen? Normalerweise nicht, ne? Weil da kannst du auch in der Box sitzen und kannst ja auf dem Monitor gucken, da siehst du genauso viel. Also das ist halt auch so ein Thema, das vielleicht ein bisschen überholt. Also bei den ganzen GT-Rennen und Langstreckenrennen sitzt da keiner mehr an der Boxmauer so richtig. Das ist eher hinverlagert. Vielleicht ist das mal ein neuer Trend. Das sieht immer ganz schick aus. Aber es sieht natürlich auch ein bisschen komisch aus, wenn da nur so ein halbes Ding steht. Ne? Also, ja, wir werden sehen. Das ist halt ein bisschen merkwürdig. Also was ich gelesen habe, ist, dass sie jetzt quasi, weil sie nur eben diese kleine Purchase haben, dass sie davon aber dafür mehr machen und die damit jetzt per Schiff durch die Gegend schicken können, weil sie ja mehr haben und das quasi unterwegs sein kann, während das andere schon dahin reist und damit Reisekosten sparen. Gut möglich. Ja, gut, na gut, möglich. Haas kommt in meiner Reihenfolge auf Platz 6, wenn ich mir die Teams mal raussuche, die ich so zusammen analysiert habe. Ich hätte gesagt, Red Bull mit dem RB19 auf der ersten Position. Und dann aha, Ferrari auf Platz 2 nach der Analyse der Mini-Longruns, die sie gefahren haben. Das Auto neigt offensichtlich immer noch so ein bisschen dazu zu pulsieren bei niedrigerem Tempo. Und es liegt über Randsteine deutlich unruhiger als ein Red Bull. Aber ansonsten, und genau, einen höheren Reifenverschleiß sagt man dem Ferrari auch noch nach über diese Longruns, die sie gefahren haben. Aber in der Summe sei der Ferrari auf Platz 2 vor Aston Martin und vor Mercedes zu führen nach den Tests.
Also da muss man sagen, die Probleme, die du jetzt beschrieben hast, das sind alles Themen, wo jetzt bei einer Datenanalyse und Simulationsarbeit auch deutlich Verbesserungen herbeigeführt werden können. Also ich glaube nicht, dass die da wirklich auf das Niveau von der Red Bull kommen. Aber ich glaube, das sind alles Themen, die man abarbeiten kann in gewissen Geschwindigkeiten. Ja. Und dazu kommt dieses Reifenverschleißthema, was da bei den Tests beurteilt wurde, war natürlich viel, viel ausgeprägter tagsüber in der Sonne. Und das Rennen ist da ja ein Nachtrennen. Und da wird das nicht so ein Faktor sein, ja. Ja, und der Wind auch. Ich denke auch, der Wind ist abends weniger, meiner Erfahrung nach, in Bahrain. Und auch der Wind hat den beim Testen das ein oder andere Mal Probleme bereitet, beziehungsweise dann haben sie wieder gesagt, oh, wir wissen gar nicht, warum auf einmal alles anders ist, wie es so immer ist, wenn der Wind auf einmal von der Seite kommt und von der anderen Seite. Ich denke, der mag auch. Aber Norbert, ich fand das total interessant. Also du sagst Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston sind deine Top Nee, nee, 4. nee, andersrum. Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Mercedes. Oh. Okay. Wen siehst du auf 5? 5, 6? Alpha und also Sauber und Haas dahinter. Okay. Einspruch Okay. oder was? Nein. Nein. Timo, wie siehst du es? Da enthalte ich mich in dem Mittelfeld. Ich weiß nicht, die. Traue diese Aston Martin-Geschichte da noch nicht so sehr. Also, das würde ich gerne in Bahrain sehen, dass die vor der Mercedes sind. Also, würde mich persönlich ein bisschen überraschen, muss ich sagen. Aber das abzuwarten und dahinter ist das so eng, das ist, glaube ich, schwierig zu sehen. Und da sind auch so Themen wie das McLaren-Team hat ja nun ganz große Probleme. Die natürlich, sobald das Ding mal vernünftig fährt und nicht anderen stehen bleibt, sich wahrscheinlich auch wieder relativieren. Ich denke, da wird es in dem Mittelfeld, wird es da nochmal wahrscheinlich zu Anfang, wer es wirklich trifft, wird einen Unterschied machen, ne? Wer das Auto da im Fenster hat, wer nicht, weil das halt eng ist. Und das wird sich wahrscheinlich dann aber auch wieder herauskristallisieren. Aber ich glaube, das ist schwierig, da aus den jetzigen Themen da wirklich ein Mittelfeldranking draus zu machen. Glaubt ihr, dass Vettel fährt? Ich meine, Aston Martin hat ja gesagt, dass sie Lance alles Chancen geben wollen, dass er fahren kann, wenn er sich danach fühlt. Sie haben auch geschrieben, dass sie, wenn Lance nicht kann, eigentlich Drugovic die Chance geben. Aber dieses Vettel-Gerücht hält sich ja hartnäckig, ne? Der Herr Stroll sagt viele Sachen, an die er sich nachher nicht mehr erinnert. Ne? Also, das ist, weiß ich nicht, schwer zu beurteilen. Der hat er lange nicht im Auto. Müsste überhaupt mal einer rausfinden, ob der fit ist. Ich meine, wenn der jetzt von Abu Dhabi an nur irgendwelche Burger gefuttert hat und irgendwie gar kein Fitnessprogramm mehr gemacht hat, dann Vettel, müsste er der nicht ist frei. doch, ist er nicht vegetarisch? Es Vegetarische gibt auch, Burger dann. es gibt, also hier gibt es auch vegetarische Burger, Inga. Ja. Also angeblich, was ich gehört habe, ist er mit seiner Familie irgendwo in der Wildnis zelten. Und irgendwie hat sein Bruder wohl gesagt, sie wissen gar nicht genau, wo er ist oder so. Aber auch das kann ja ein Gerücht sein. Ja, also es wäre schade, wenn sie den Drugovic nicht fahren lassen würden. Erstmal ist es ein richtig guter. Der hat ja einen Formel 2-Titel, der auch nicht irgendwie bekommen, sondern er hat er sich verdient. Und jetzt nehmen sie so jemanden in so ein Nachwuchsprogramm rein. Und wenn sie ihn dann nicht fahren lassen würden und da lieber einen zurückgetretenen reinsetzen, das wäre meiner Meinung nach die falsche Message. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, ja. Aber Sie haben ja mittlerweile zumindest mal offiziell bestätigt, dass Sebastian Vettel kein Thema sei als Ersatz für Lance Stroll, sollte dessen Handgelenk noch nicht wieder hinhauen nach seinem Fahrradsturz, sondern dass Sie auch nicht Stoffel van Dorne fahren lassen sollen, was ja auch mal im Raum stand, Der Ersatzfahrer ist. sondern tatsächlich Felipe Drugovic ins Auto setzen. Der hat den ersten Morgen gefahren, dann hat Fernando Alonso übernommen bei Aston Martin. Hat dann am ersten Nachmittag eine Harakiri-Zeit, eine Harakiri-Runde hingelegt, würde ich mal sagen, die wirklich am Rande dessen war, was man einmal abrufen kann, aber dann nicht unbedingt wiederholen. Das war Platz 2 am ersten Tag. Und danach hat man das Auto offensichtlich permanent an die Vorstellungen von Aston Martin-Pilot Fernando Alonso angepasst und den da auf den für mich aus meinen Quellen momentan dritten Gesamtrang so weiter nach vorne modifiziert, dass der tatsächlich da vorne belastbar unterwegs ist. Du sagst, Timo, das sei noch mit einem Fragezeichen versehen. Ich höre von vielen Leuten, dass der tatsächlich
ich gebe dir recht, erstaunlicherweise da vorne mit reingehört, auf Platz 3 oder 4, je nachdem, wie der Mercedes sich aussortiert. Und auch welches Paket Mercedes fährt übrigens. Der Mercedes hat ja gesagt, wir haben schon einen Plan B in der Schublade, falls das Auto nicht so funktioniert beim Testen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also Mercedes und McLaren sind zwei Teams, die mit, und Alpine auch, sind zwei Teams, die schon relativ früh mit einer anderen Karosserievariante aufwarten könnten, theoretisch, wenn sie das für nötig halten. Frage am Rand, ich habe das nicht verfolgt. Der Mick ist jetzt ja Reserve für Mercedes. Ist der nicht in einer möglichen Abrufsituation für die anderen Mercedes-Teams? Für McLaren auf jeden Fall. Da haben sie ihn ja auch bekannt gegeben. Und bei den anderen denke ich, mal schauen. Aber guter Einwand, sehr guter Einwand. Auch eine Option, ja. Da, denn wie fit der Mick sich hält, lieber Norbert, das haben wir ja recherchiert, ne? Du, genauer gesagt, hast es recherchiert für die aktuelle Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk und der steht natürlich völlig im Saft. Der könnte theoretisch sofort einspringen, falls man sagt, Filip Petrukovic fehlt doch noch die Erfahrung. Denn muss man ja auch sagen, Fernando Alonso hat das Gros der Testerei absolviert für Aston Martin. Also der hat das Auto komplett weiterentwickelt in Sachen Basisabstimmung und Feinheit der Abstimmung. Das Ding ist momentan quasi ein Alonso-Mobil und kein Aston Martin. Ja, das macht ja auch vollkommen Sinn. Ich meine, der ist ja nun eingekauft aus dem Grund zur Aston Martin und kannst ja so ein Testprogramm nicht auf einen Nachwuchsfahrer. Deswegen ist das ja eh schon gut, dass wir dem überhaupt Fahrzeit gegeben haben. Das ist natürlich auch, um einen Plan B zu entwickeln. Aber ich glaube, die wirkliche Fahrerkonstellation werden die ja kurz vorher erst bekannt geben, weil es kann ja immer noch sein, dass vielleicht auch ein Hamilton vom Fahrrad fällt und die Mercedes den braucht. Deswegen denke ich mal, wird das wahrscheinlich final erst kurz vorher sein. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Meinung, es wird Sinn machen, den Filipe da reinzusetzen. A, ist vom Talent, der ist ja gut, der ist ja nicht Testfahrer, nur weil er da ein paar Euro mitbringt, sondern weil die ihn wirklich aufbauen wollen. Ergebnisse hat er in der Vergangenheit gezeigt, ausreichend Erfahrung hat er, dass er sich da sicherlich nicht blamieren wird. Und dann bin ich immer starker Verfechter davon, dass man so Leute da mal reinsetzen soll, weil wenn sowas nicht gemacht werden würde, meine, der Dr. Marco ist doch mal einer, der als erster so Leute da reinschmeißt und mal guckt, ob die wirklich schwimmen können, da hätten wir viele Formel-1-Fahrer heute gar nicht gehabt, wenn das mal nicht gemacht würde. Irgendwann muss man es einfach machen. Ja? Und so ein Auto hat ja auch nur 4 Räder und ein Lenkrad, das ist jetzt ja nicht irgendwie, dass da das System komplett neu gelernt werden muss. Der Aston ist ja eigentlich ein grün-metallic lackierter oder beklebter Red Bull des Vorjahres, wenn man sich das mal genauer anschaut. Das Konzept sieht ja schon schwer danach aus, wie der RB18 gebaut worden ist, mit der Art, wie die Seitenkästen geschwungen sind, mit der Art, wie die Seitenkästen oben auch ausgestaltet sind, nicht so badewannenmäßig wie am Ferrari. Also müsste doch eigentlich logisch sein, dass das Ding auch tatsächlich funktioniert, zumindest mal so weit, dass sie da vorne reinfahren können. Naja, das ist so ein Formel 1, sondern unglaublich komplexes Auto und das, was du da von außen siehst, ist ja nur ein minimaler Anteil dessen. Ich meine, natürlich Teil der Teamarbeit ist es da, dass die schon genau analysieren, was die anderen fahren und da gibt es natürlich auch immer wieder Bilder, wenn da mal Sachen ab sind, wenn Seitenkasten offen sind und und. Aber es ist natürlich brutal schwierig, sowas zu kopieren. Also die haben das Konzept sicherlich kopiert und das macht ja auch Sinn. Ich meine, es ist ja in jeder Motorsportart, wenn jetzt irgendwo einer so deutlich dominiert, wie es Red Bull letztes Jahr gemacht hat, dann wäre es ja völlig beknackt, wenn man da nicht sich das anschauen würde und das entsprechend erstmal dahin arbeitet, damit man eine Grundlage da überhaupt hat. Ne? Weil wenn man da mit eigenen Ideen kommt und meint, das besser machen zu können, schwierig. Also deswegen, dass die Autos wahrscheinlich speziell ab Mittelfeld deutlich in Richtung Red Bull entwickelt wurden, ob es jetzt Aerodynamik, Fahrwerk oder sonst was, ist ja vollkommen klar. Das macht ja vollkommen Sinn, weil das ist einfach der Trend, der da vorgegeben wird. Und die Aston Martin sind ja scheinen eine sehr gute Fotodokumentation sowieso zu haben von allen möglichen Sachen. Weil alles, was da in der Vergangenheit jetzt passiert war, letztes Jahr auch, ist ja im Endeffekt ein Nachbauen der anderen Konzepte gewesen. Und um Gottes Willen, das ist ja nichts Ehrrühriges, das ist eigentlich nur clever gemacht. Und wenn das wirklich jetzt der Stand ist, dass die sich da auf Platz 3 mit konsolidieren, dann ist einfach nur gut gemacht, ja.
Ja, Sie haben nicht nur eine Fotodokumentation, Inga, Sie haben ja auch einen Techniker von Red Bull abgeworben als höchst prominenter Instanz. Also insofern wird das Kopieren schon ziemlich tief gegangen sein. Wobei das Technikerabwerben ja von einem Team zum anderen bei allen in der Boxengasse munter läuft. Also ich denke wirklich, was Timo sagt, man wäre dumm, wenn man nicht genau da guckt, wo es am besten läuft. Was mir wirklich ein bisschen Sorgen bereitet, hast du auch schon gesagt, Timo, ist McLaren. Die haben wirklich offensichtlich größere Probleme. Und hat ja auch an der Spitze einen Führungswechsel gegeben. Andy Seidel ist ja gegangen in die Schweiz zu Alfa Romeo, Sauber, dann bald Audi. McLaren hat auch mit 312, ich gucke gerade meine Liste an, ich glaube, McLaren hat mit 312 die wenigsten Runden von allen gefahren. Und die meisten Runden hat Alpha Tauri gefahren übrigens in Und diesen Tests. McLaren hat auch am drittwenigsten Zeit gefunden, wenn man sich mal die Vergleiche von der Bahrain-Zeit letztes Jahr zur Bahrain-Zeit dieses Jahr anguckt. Da hat McLaren eine Sekunde gefunden. Williams hat 2,3 Sekunden gefunden zum Beispiel und Red Bull 1,4. Also es gab Zuverlässigkeitsprobleme bei McLaren. Der ist offensichtlich zusammengeschludert worden in irgendeiner Art und Weise. Keine Ahnung warum. Und das Auto sei sehr schwer in der Balance zu halten. Lando Norris hat ihn als Ritt auf der Rasierklinge bezeichnet. Also Timo, das sind zwei Baustellen, die McLaren da ganz offensichtlich so schnell nicht in den Griff kriegen wird. Ja, und dann bestraft dich Nichtfahren natürlich umso mehr. Ne? Weil die sind ja, glaube ich, irgendwie ein Drittel weniger Runden gefahren als der zweitschlechteste von den Kilometern her. Also ich kann es euch in Rundenzahl sagen, die meisten Runden 456 Alpha Tauri. Hier jetzt bei dieser einen Chart, die ich gefunden habe, erhebe keine Garantie auf Vollständigkeit. Und eben McLaren 312. Ja, Aber die also. spannende Frage ist ja, wie kann sowas passieren, dass ein Team von der Größe von McLaren da solch eine Fehlkonstruktion auf Kiel legt? Ja, da haben die letzte ja auch schon geklappt, ne? Also, da darf man ja nicht vergessen. Also, wenn du jetzt sagst, der Andi Seidel ist da weg und jetzt geht es da den Bach runter, das hat ja mit dem Andi Seidel letztes Jahr auch ganz gut geklappt, dass sie bei den Tests wenig zum Fahren gekommen sind. Aber das Interessante ist, dass es dieselben Themen sind. Ne? Letztes Jahr sind die ganz viel gestanden wegen Bremse, Bremskühlung. Da ging der erste Tag mit los bei denen. Ne? Das sind natürlich so Sachen, das ist dann schon irgendwie ein bisschen bizarr. Aber ja, sollten die sich generell bei diesen, wie kann sowas passieren? Ein kleiner Konstruktionsfehler und das Thema Bremse ist halt so komplex. Bremskühlung, wenn du da ein Problem hast, dann stehst du. Weil da kannst du jetzt nicht, wenn du, weiß ich, Getriebekühlung oder was hast, du schneidest ein größeres Loch rein und dann fährst du und dann hast du zwar keine Aeroeffizienz, aber es geht halt weiter. Nur da gibt es halt gar keinen Rückwärtsgang. Also das ist halt wirklich ein schwieriges Thema. Und wenn du dir an so einem komplexen Thema da ein Problem einfängst, dann hast du ein richtiges. Ne? Und das zieht sich weiter. Und damit dafür, ich meine, dann Abstimmung passt nicht sonderlich gut, kannst wenig Runden fahren, um Abstimmung weiterzuentwickeln, dann bist du schön in einer Todesspirale, die sich da weiterzieht. Also das, wenn die das gebogen kriegen, werden die das auf jeden Fall nochmal das erste Saisondrittel deutlich schmerzhaft spüren, ja. Also es gibt Also Leute, ich die habe wirklich. sagen mir, McLaren sei momentan Letzter in der ganzen Hackordnung. Es gibt einen, der sagt, McLaren und Williams seien gemeinsam Letzter und Vorletzter und Alpha Tauri sei noch schlechter, weil Alpha Tauri ja kaum was entwickelt hat, außer einem längeren Radstand, den sie gemacht haben. Aber McLaren und Williams legen da gleich auf dem letzten oder vorletzten Platz, je nach Sichtweise. Ich habe übrigens bei deinem Ranking, Norbert, noch was einzuwerfen. Ich sehe Mercedes weiter vorne und auf den Long Runs, wenn es um Tyre-Deck, also Reifenverschleiß geht, da hat Ferrari definitiv noch Probleme. Das geben sie auch selber zu, dass sie damit kämpfen. Und das ist mir schon so ein bisschen aufgefallen, dass Mercedes da besser ist. Ferrari sagt auch, sie haben ein bisschen Bouncing, was mich erstaunt, weil sie die neuen Regeln eigentlich dieses Bouncing eliminieren sollte. Und Mercedes sagt, die haben kein Bouncing. Bei denen ist es die Balance. Also in den Long Runs, in den Rennen sehe ich Mercedes vielleicht sogar auch vor Ferrari. Ist das realistisch, Timo, wenn man mal sich die Strecke in Bahrain anschaut?
ja einen sehr groben Asphalt hat. Der ist ja geschreddert worden aus Kieselsteinen aus Wales und deswegen sieht er fast so aus wie eine typische englische Landstraße mit den sehr grobkörnigen einzelnen Elementen drin. Das heißt also auch, da wird die Bahn, der Asphalt sich relativ stark noch entwickeln vom ersten noch jungfräulichen Teer, den sie gefahren haben bei Test, bis hin dann, wenn das Rennen tatsächlich ausgetragen wird, weil sich sehr viel Reifenabrieb dann da zwischen diese groben Poren gefressen hat. Also der Haftbeiwert des Asphalt, wie es so schön physikalisch heißt, der wird sicherlich noch einmal deutlich sich verändern und damit auch die Art, wie die Reifen greifen und verschleißen. Also glaube ich nicht, einfach aus folgendem Grund, die hatten ja vorher die Formel 3 und Formel 2 Tests da, die sind 3 Tage auch gefahren. Also du hast da einmal 2 Themen, das ist Dreck, also Sand, der jetzt auch wieder auf die Strecke weht, ja, und halt Gummi. Also Gummi haben die schon mit einem guten Level angefangen und nach den 3 Tagen ist das schon, glaube ich, repräsentativ gewesen, wie Sonntag beim Grand Prix auch, weil jetzt kommt wieder Sand drauf. Und dann fängt am Freitag die erste Session, machst du die Strecke sauber. Oder es darf dann die Formel 3 und Formel 2 machen. Die machen dann Strecke sauber. Aber so viel schiebt das jetzt vom Gummi her nicht mehr, dass das nochmal ein Riesenfaktor wird. Das glaube ich nicht von aus. Das heißt, Inga, Ferrari wird mit den Reifen zu kämpfen haben, mehr als Mercedes und mehr als Aston. Sowieso mehr als Red Bull. Sage ich. Also so habe ich gesehen, so lese ich das auch aus den Kommentaren raus, die ich gehört habe. Auch, ja, also man wird sehen. Ich denke, es wird ein starkes vorderes Mittelfeld geben. Da sehe ich, wie du, logischerweise den Aston. Also ich sehe den im vorderen Mittelfeld, nicht in den Top 3. Ich sehe der Alpine da. Wird sich zeigen, was die Fahrer machen können. Der war sehr, sehr unauffällig. Also wirklich hat man eigentlich kaum mitgekriegt, was die so gemacht haben in diesem Test. Und ich sehe logischerweise auch den Alfa Romeo, denn die hatten zwar anfangs ein bisschen Probleme mit den Motoren, aber sie waren schnell und die sind richtig gut vorbereitet und stark. Also ich sehe so 3 Pakete. Ja, ich sehe die Spitze, da sehe ich Red Bull, Mercedes, Ferrari oder Red Bull, Ferrari, Mercedes. Ich sehe dann ein starkes vorderes Mittelfeld mit Alpine, Alfa und Aston Martin. Vor allem eben, ja, die Aston Martin sehe ich in der Quali stark mit diesen Hot Laps, die der Alonso gefahren hat, auf eine schnelle Runde. Und dann sehe ich ein hinteres Mittelfeld und ein Hinterfeld, so, ja, mal so eingeschätzt. Und du, Timo? Ja, also die Spitze haben wir ja schon gehabt. Also hinten sehe ich Williams ganz klar, leider Gottes. Ob die dann mit der McLaren um die Wette fahren oder ob die das da im Griff kriegen, das muss man mal beobachten. Und das Mittelfeld ist für mich zu eng, um da irgendwelche Prognosen zu geben. Also das ist dann halt wirklich auch, wer es am ersten Wochenende gut trifft, wer von den Strategie-Themen da wach ist beim ersten Rennen. Boxenstopps müssen passen, das ist ja alles jetzt mal ein bisschen Pause gewesen. Und da sieht man ja schon, dass es auch beim ersten Rennen ein bisschen wackelig ist. Also kann man, glaube ich, wenn das einer ernsthaft vorhersagen kann, dann würde ich lieber von demjenigen die Lottozahlen für Mittwoch nehmen. Kann man Nico denn bei Hülkenberg den Motoren? Nico Hülkenberg kann man jetzt ganz vergessen, ne? Über den haben wir jetzt gar nicht, also vergessen nicht, aber was kann der mit dem Haas schaffen? Das, was der Haas kann. Der hat ja auch nur 2 Arme und 2 Beine, ja. Also kann ja nicht irgendwie über Wasser laufen. Also ich persönlich, also ohne dass ich jetzt die Tests verfolgt hätte und das seziert hätte, würde erwarten, dass er vor Magnussen fährt. Ja, das ist meine ganz klare Erwartungshaltung. Ja. Und alles andere wird sich dann weisen, wie gut der Haas ist und ob das Ding hält. Ne? Du meinst, und wie oft regnet. Du meinst, der muss vor Kevin Magnussen sein. Das ist interessant, du musst es beurteilen können, weil Kevin ja bei dir gefahren ist in der Nachwuchsformel. Du kennst ihn also relativ gut. Und du hältst Berg tatsächlich dafür auf Anhieb, trotz wie viel, 3 Jahre Pause, imstande direkt vor Magnussen zu fahren? Ja. Man darf ja bei diesem Ganzen, das hat man, glaube ich, bei irgendeinem der Podcasts über das Thema Schumacher und Magnussen, darfst du ja nicht vergessen. Der Magnussen ist ja vor 2 Jahren gekündigt worden, weil er nicht gut genug war. Ja, ja. Also das darf man bei dem ganzen Thema ja mal nicht irgendwie komplett vergessen. Und er ist ja letztes Jahr aufgetaucht und sah aus wie der neue
Heiligbringende. Ich meine, er hat eine super, vom Fahrtalent her, gar keine Frage. Erste McLaren-Jahr und danach ging das ja sehr, sehr stetig und da ist keine Entwicklung da gewesen. Und wenn man jetzt das vom Nico mal zurück forciert, ist da leider Gottes ja das eigentlich oft das Thema gewesen, dass er einfach nicht das richtige Auto hatte. Und klar, wir hatten Magnussen auch nicht im richtigen Auto gesessen, aber er hat sich da leider nicht in die Position bringen können, dahin zu kommen, während es beim Nico, glaube ich, oft einfach Umstände außenrum waren, wo einfach andere Vertragssachen da waren und, dass er da nicht das richtige Cockpit gekriegt hat. Für mich immer schon von der Kartzeit an, da kannst du mal wenig rauslesen, Nachwuchsformeln in die Formel 1, einer der Top-Leute da gewesen und wird aus meinem persönlichen Ranking, was ich von den beiden kenne, würde ich den Nico da deutlich besser einschätzen. Wenn ich einen von den beiden wählen sollte, würde ich immer den Nico nehmen und wird mich, das wäre es meine Erwartung, dass er vorm Kevin fährt. Ja. Er hat es gerade gesagt, Mick Schumacher spielt in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk eine große Rolle, sowohl menschlich als auch fitnesstechnisch, als auch von der Ernährung her. Inga Stracke hat sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, in zwei großen Geschichten in dem insgesamt 180 Seiten starken Heft. Formel 1, die 24 Stunden von Daytona, das Debüt der neuen Kategorie für die LMDH-Klasse und die Rallye Dakar. Das sind die großen Kernthemen in der Ausgabe, die gerade erschienen ist. Alle Abonnenten, alle Vorabbesteller haben sie schon. Und seit Freitag gibt es sie auch im gesamten deutschsprachigen Raum im Handel. Wer mehr wissen möchte, auf der Internetseite pitwalk.de könnt ihr stöbern. Da könnt ihr das Heft auch direkt im Shop bestellen. Oder ihr schickt uns eine Mail an shop@pitwalk.de. Jetzt viel Spaß mit der Vorbereitung auf den Grand Prix von Bahrain, mit der Vorfreude auf den ersten Formel-1-Rennen den Grand Prix des Jahres. Eure Meinung zu unserer Expertenanalyse interessiert uns natürlich brennend. Darum lasst gerne den ein oder anderen Kommentar unten drunter stehen. Schreibt uns, was ihr davon haltet, wen ihr stark seht, wen ihr schwach seht, wem ihr es gönnt, wem ihr es nicht gönnt. Was ihr auch von Timo Rumpfkeils Analyse zu Nico Hülkenberg haltet, die ich sehr interessant fand. Und alles weitere, was euch zu Beginn der Formel-1-Saison bewegt. Wir wollen es alles lesen. Wir werden so gut es geht auf alles antworten und auf alles auch in der nächsten Ausgabe von Pitwalk drauf eingehen. Jetzt aber viel Spaß beim Warten auf den Grand Prix von Bahrain und viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.